Hallo und herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Die Innung Sanitär, Heizung, Klima Köln ist Interessenvertretung, Ausbildungs- und Fortbildungsstätte zugleich. Wir sprachen mit Obermeister Marc Schmitz über die aktuelle Situation und Zukunftsaussichten der Innungsbetriebe. Also großflächig gesehen läuft es noch relativ gut. Das ist aber auch dem Vorlauf, den die Betriebe vor dem zweiten Lockdown hatten und vor dem ersten Lockdown hatten. Früher hat man, ich sag mal, 5 Monate gewartet, bis ein Badezimmer installiert wurde. Jetzt sind es noch 3 Monate. Aber es gibt natürlich vereinzelt Betriebe, die jetzt auch, wenn die schwerpunktmäßig bei Veranstaltungshallen oder bei auch Betrieben tätig sind, die geschlossen sind. Da sieht es natürlich etwas schlechter aus, aber gesamt betrachtet geht es uns im Verhältnis der Gesamtbranche eigentlich noch relativ gut. Die Herausforderung ist, das Ganze aufrechtzuerhalten, wenn der Lockdown noch länger dauert, auch die Mitarbeiter weiter mit dem Vorlauf beschäftigen zu können. Unabhängig von den Weiterbildungen. Die Weiterbildungen sind eingeschränkt durch Online-Seminare. Also man kann nicht mehr die Weiterbildung durchführen mit den Mitarbeitern wie vorher, in der Form, in der intensiven Form an der Praxis. Und gleichzeitig, dass die Mitarbeiter nicht in das Loch fallen, in dem viele Branchen im Moment sind, mit Auftragsmangel und damit die weiter beschäftigt sind. Ein wichtiges Thema in den Betrieben ist die Nachwuchsgewinnung. Haben die Betriebe dadurch den Lockdown gelitten? Konnten Praktika für interessierte Schüler stattfinden? Es findet zum Teil statt. Manche Schulen machen es, manche bei vielen läuft es auf freiwilliger Basis. Aber da sind die Betriebe natürlich auch wieder gefordert, das so zu machen, dass es Corona-konform ist. Dass man zum Beispiel nicht, wie man das sonst machen konnte, mit 3, 4 verschiedenen Mitarbeitern und sich verschiedene Meinungen einholen, das geht natürlich jetzt nicht mehr. Das ist eingeschränkt, was die Sache erschwert. Und für die Nachwuchsgewinnung haben wir zum Beispiel auch in Erinnerung, haben wir ja ein digitales Azubi-Speed-Dating, aber diesmal in digitaler Form. Ne? Und das Ganze läuft auf digitalen Plattformen im Social Media ab und anders als sonst, mit weniger Präsenzphasen, das erschwert schon die Sache. Welche Themen stehen denn bei Ihren Innungsbetrieben ganz vorne bei den Aufträgen? Also im Heizungsbereich, da boomt es, gar keine Frage, bedingt durch die Förderungen, egal ob das Bundesförderung ist, da gibt es verschiedene Fördertöpfe und da schwerpunktmäßig natürlich die Wärmepumpe. Im Moment ist die Wärmepumpe ist der Renner schlechthin. Und auch meistens im Sanierungsgeschäft, im Heizungsbereich, dass das boomt. Dann boomt im Sanitärbereich natürlich der barrierefreie Badbau. Der boomt. Da gibt es auch Fördertöpfe, wobei ich glaube, im barrierefreien Bad ist der Fördertopf nicht so ausschlaggebend wie zum Beispiel bei der Installation, bei der Sanierung von Heizungsanlagen. Hat die Corona-Krise die SAK-Betriebe digitaler werden lassen? Also digitaler, die ganze Branche wird digitaler, auch im Heizungsbereich. Nicht nur, das fängt bei der Regelung an und hört bei der Zoom-Konferenz auf. Und das sehe ich als absolut positiven Effekt für die Mitgliedsbetriebe, die teilweise gezwungen sind, digitaler zu werden. Die sich oft schwer tun im Handwerk, digitale oder neue Sachen auszuprobieren, die dadurch gezwungen sehen und dadurch aber auch Chancen sehen. Ich glaube, bei uns, der Großteil der Mitgliedsbetriebe sieht Chancen im Moment in der Digitalisierung, das umzusetzen. Man muss sich nicht immer treffen. Man kann mit dem Kunden eine Videokonferenz machen, man kann mit dem Monteur vor Ort sich die Sachen zeigen lassen über das Internet, über ein Tablet, was er dabei hat, wie auch immer. Und das, glaube ich, sehe ich als große Chance für uns und auch Zeit und Kostenersparnis. Und ganz zum Schluss noch ein Blick nach vorne. Wie steht es denn um die Zukunftsaussichten in unserem Gewerk? Können wir optimistisch in die Zukunft schauen? Auf jeden Fall. Also das SAK-Gewerk, erstmal ist es ein Handwerk. Das Handwerk kann immer optimistisch in die Zukunft sehen. Aber das im SAK-Bereich auf jeden Fall. Wir werden in Zukunft immer mehr Klimaanlagen, als Beispiel das K für Klima, wird gestärkt. Die Nachfrage nach Klimaanlagen im Bereich Wohnungsbau ist viel höher geworden. Die ist gestiegen. Und da sieht man natürlich Trinkwasserhygiene, Klimaanlagen, Wärmepumpen, ökologische Haustechnik. Das sind Felder, wo wir im Grunde noch viel zu wenig Fachkräfte haben. Und viel zu hohe Nachfrage für den Fachkräftebestand, den wir haben. Von daher bin ich da sehr optimistisch. Die Grundfos GmbH präsentiert die kostenlose Online-Schulungsplattform Grundfos Academy zu verbesserten Pumpenkenntnissen. Die Academy umfasst alles von Druckerhöhungspumpen bis zur HLK-Anwendung in Gewerbegebäuden, damit Kunden ihr Wissen erweitern oder auffrischen können. Die GC-Gruppe stellt die Schnittstelle UGL 5.0 allen Partnern der Branche kostenlos zur Verfügung. Ende der 90er Jahre wurde diese Schnittstelle von der GC-Gruppe als Erweiterung der UGS-Schnittstelle entwickelt. Die UGL 5.0 ermöglicht einen schnellen Austausch zwischen Fachhandwerksbetrieben und dem Großhandelspartner.
Über dieses Format kann die komplette Belegfolge von der Anfrage bis zur Rechnung dargestellt werden. So können zusätzlich auftragsbezogene Daten wie Texte und Preise übertragen werden. Um Prozesse nicht nur für aktuelle Bestandskunden der GC-Gruppe verbessern und effizienter zu gestalten, ermöglicht die GC-Gruppe allen Partnern im dreistufigen Vertrieb den kostenlosen Download der UGL 5.0 Schnittstellen. Ja, liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder von uns. Wir sehen uns hier morgen wieder zu den Nachrichten. Bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.